unsere Umwelt und allgemein unsere Erde ist stark verschmutzt. Durch die Industrie werden hier viele verschiedene Stickoxide, CO2 und sonstige Gase ausgestoßen. Die industrielle Massentierhaltung wird zusätzlich nochmal Methan ausgestoßen und für den Anbau natürlich wertvolle tropische Regenwälder abgeholzt. Zudem verschmutzen wir unsere Natur mit verschiedenen Schwermetallen und allgemein ist unsere jetzige industrielle Landwirtschaft nicht nachhaltig angelegt. Viele Gründe dafür, warum wir wahrscheinlich Nahrungsergänzungsmittel zu uns nehmen, weil unsere Nahrung bzw. unsere Pflanzen nicht mehr die entsprechenden Nährstoffe aus den Böden für ihre Verstoffwechslung zur Verfügung haben und weil wir sie wahrscheinlich auch zum großen Teil falsch bewirtschaften. Momentan ist ein großer Hype bezüglich der Nahrungsergänzungsmittel, der Markt boomt und zu diesem Thema möchte ich einfach meine persönliche Meinung sagen und meine Top 3 Nahrungsergänzungsmittel in diesem Video von Raw270 dir vorstellen. Also bleib dran! Die fünferlei Farben machen der Menschen Augen blind. Die fünferlei Töne machen der Menschen Ohren taub. Die fünferlei Würzen machen der Menschen Gaumen schal. Rennen und Jagen machen der Menschen Herzen toll. Seltene Güter machen der Menschen Wandel wirr. Darum wirkt der Berufene für den Leib und nicht fürs Auge. Er entfernt das andere und nimmt dieses. Ah, jetzt passend kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw270. In der heutigen Episode möchte ich dir einfach, wie in der Einleitung schon erwähnt, dir meine Top 3 Nahrungsergänzungsmittel vorstellen, die ich persönlich zu mir nehme, um in dieser Welt einfach zu überleben. Sonnenschein bzw. das Leben in der Natur. Natürlich ist viel Sonnenschein wichtig und viele werden sagen, in Deutschland musst du Vitamin D zu dir führen, beziehungsweise da musst du Vitamin D supplementieren, aufgrund von unseren Breitengraden, weil wir halt nicht im Äquator leben, in Lateinamerika, Afrika. Da muss man Vitamin D supplementieren, sonst rutscht man in einen Mangel. Auch im Sommer muss man zum Beispiel seine 1000 oder 10.000 Einheiten am Tag nehmen, weil man ja nicht mehr genug Sonnenlicht zu sich führt. Allerdings muss ich sagen, dass ich Vitamin D nicht supplementiere. Ich bin viel in der Natur, ich bin viel draußen. Ich zum Beispiel bin schon früh am Morgens, glaube schon um 6 Uhr morgens, bin ich draußen in meinem Garten und mache meine Tai Chi Aufwärmübungen. Und dann beginne ich auch schon mit der stehenden Säule und auch mit den ersten Schritten von meiner 85er Form vom Tai Chi Quan. Das mache ich so die erste Stunde. Da ist schon meistens fängt die Sonne an aufzugehen. Und dann fange ich so ein bisschen an, mich um den Garten zu kümmern, schaue, ob da alles okay ist, tue ein bisschen gießen. Und dann gehe ich halt meistens runter, dann ist schon 8 Uhr in der Früh. Dann gehe ich runter zum Acker, zum Feld, brock vielleicht ein paar Erdbeeren, Kirschen, einfach mache viel Gartenarbeit und bin dann schon von 8 bis um circa 11:30 draußen in der Natur und verbringe dort einfach so viel Zeit, wie es möglich ist. Bin leicht bekleidet oder oberkörperfrei, viel in der Sonne und wie gesagt, da bin ich halt bis circa 12 in der Mittagssonne. Dann ab diesem Zeitpunkt ziehe ich mich dann ein bisschen zurück, weil dann die Sonne ein bisschen zu stark ist und meine Haut dann schnell austrocknen kann. Und da ziehe ich mich einfach zurück, mache meine gewöhnliche Mittagspause, trinke doch meinen Saft, entspanne zu Hause, mache meine Meditation, solche Sachen eben. Und dann ab circa 11:30
2 bis zu den späten Abendstunden bin ich dann wieder draußen auf dem Feld, leicht bekleidet, hack da ein bisschen, sammle vielleicht ein paar Kartoffelkäfer in einem Eimer auf oder zu sonstige Sachen in meinem Garten machen und dann tue ich halt wieder meine Bardua Jeans, also die 8 Brokaten machen, dann auch noch die 20 daoistischen Grundübungen zum Spannen nach dem Yangtze, dann wieder meine 85er Tai Chi Übung zum Aufwärmen für mein Krafttraining und dann mein Eigenkörpergewicht, mein Intervalltraining und esse dann halt am Abend dann wieder draußen in meinem Garten und bin eigentlich die ganze Zeit in der Sonne. Und zusätzlich muss ich dann auch noch sagen, dass ich hier viel barfuß laufe. Das ist auch nochmal zusätzlich antioxidatives Potenzial, welches ich dann nochmal zusätzlich aufnehme auf dem Ackerboden, weil ihr müsst halt wissen, dass die Erde die Erdoberfläche positive Ionen aufweist und mit Hilfe dieser positiven Ionen entladet sich der Körper und habe ich halt einen sehr guten antioxidativen Puffer, den ich allein nur durchs Barfußlaufen habe auf der Erde. Sport, Bewegung, Tai Chi Quan, Qigong, Sauerstoff in den Körper bringen. Natürlich ist Bewegung das A und O. Ich zum Beispiel, wie gerade erwähnt, bin ja viel draußen in der Natur, in der frischen Luft, bewege mich auch, bin auch sehr viel im Wald. Okay, zugegeben, ich habe auch den Vorteil, dass ich in einem Dorf lebe und mich hier frei bewegen kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber wie gesagt, es ist halt wirklich wichtig, frische und saubere Luft zu atmen, draußen im Freien zum Beispiel zu trainieren. Ich hacke viel, ich laufe auch viel, ich bewege mich auch viel, fahre viel Fahrrad zum Beispiel, um halt vom einen Feld zum anderen Feld zu kommen, meine Nachbarn zu besuchen oder sowas. Ernte natürlich auch frische Erdbeeren, Kirschen, Pflaumen, Äpfel, wenn dann die Saison kommt, Buschbohnen zum Beispiel auch. Ernte ich, da bewege ich mich auch sehr viel natürlich. Und wie auch vorhin erwähnt, mache ich auch viel Tai Chi, Qigong Übungen, einfach um das Qi zu wecken, den Blutkreislauf anzuregen, weil der Blutkreislauf und das Qi natürlich eng miteinander verbunden sind. Und wenn das Qi natürlich gut zirkuliert, wenn man die richtige Haltung hat, die richtige Stehhaltung, die richtige Gehhaltung, die Übungen auch unbewusst in Harmonie durchführt, dann zirkuliert einfach das Qi mit dem Blut. Es kommt einfach viel Sauerstoff in den Körper rein und man übt auch zum Beispiel durch das Qigong mit dem Zwerchfell zu atmen. Das erwähnt auch zum Beispiel Galina Shatalova in ihrem Buch Wir fressen uns zu Tode. Und da hat sie auch wirklich einen wichtigen Punkt, dass wir auch nicht uns überfressen, damit halt der Magen nicht das Zwerchfell blockiert, weil über das Zwerchfell können wir dann hier die entsprechende Bauchatmung machen. Und hier sozusagen frisches Qi und frischen Atem zu unserem Kopf anreichern lassen und das dann hier über das untere Dantien das Qi anreichern lassen und hier auch im ganzen Körper verteilen lassen und beim Ausatmen, wie gesagt, im ganzen Körper zirkulieren lassen und auch das verbrauchte Qi dann wieder über die Lungen und über die Füße ausatmen lassen kann. Natürlich ist auch hier die Bewegung wichtig, auch allgemein für die Entgiftung, Krafttraining und Sport. Und da ist es aber wieder wichtig, kurzes Intervalltraining ist besser als intensives, langes Training, wie zum Beispiel 15 oder 20 Kilometer lang laufen für 2 Stunden oder so. Lieber kurzes Intervalltraining, Eigenkörpergewicht-Training, einfach das, was der Körper im Alltag so alles von sich her gibt. Klimmzüge machen, Liegestütze machen, Kniebeugen machen. Ja, solche Dinge sollte man natürlich auch machen und natürlich auch wirklich wichtig, warum man sich bewegen soll, warum man das Tai Chi, Quan oder Qigong oder Kung Fu oder sowas machen sollte. Man lernt sich einfach selber im Moment zu leben, seine Atmung bewusst wahrzunehmen, zu registrieren. Deswegen ist auch die Meditation wichtig, um und
da ist es einfach wichtig, das beugt natürlich alle diese Vorgänge natürlich Stress vor. Und wie gesagt, Stress ist der reinste Gift für unser Körper. Und das ist halt auch der Grund, warum auch viele Nahrungsergänzungsmittel wahrscheinlich auch zu sich nehmen. Und weil halt auch viele im Büro arbeiten oder viele in der Industrie und es nicht anders geht, müssen sie halt darauf zurückgreifen, um den Stress halt irgendwie so zu kompensieren. Also wie gesagt, Stress ist halt wirklich ein wirkliches Gift unserer heutigen Gesellschaft. Und ein Tipp ganz allgemein ist halt, dass man, wenn man zum Beispiel meditiert oder Qigong macht, ist immer rund bleiben. Immer schön rund, sich natürlich bewegen, wie das Yin und Yang Zeichen. Das ist das Wichtigste. Sowohl als auch der Ausgleich. Rund. Freude verbreiten. Und das letzte Nahrungsergänzungsmittel, was ich zu mir nehme, ist Freude verbreiten, den Menschen was Gutes tun, einfach ein Lächeln haben und positive Schwingungen verursachen. Das ist einfach für mich persönlich das Schönste, was man einfach machen kann, sich um anderen Menschen zu sorgen, ihnen etwas Gutes zu tun, sie zu beschenken, ihnen zum Beispiel, wenn sie nicht die Zeit haben, frische Kirschen zusammen für sie, zum Beispiel für meine Nachbarn, auch für die Kinder, da freuen sie sich tierisch. Ihnen auch ein bisschen was über das Gärtnern beibringen, weil sie halt vielleicht nicht so viel die Zeit haben und ich so als Jungspund mich dafür interessiere und natürlich ihnen so mein Wissen vermitteln kann. Sie haben weniger Aufwand bzw. Zeit, die sie sich einsparen können. Ich kann ihnen die schönen und guten Sachen geben. Ich tue ihnen was Gutes, ihrer Gesundheit. Sie haben weniger Stress und wir kommen natürlich auch in ein gutes Gespräch. Und so unterstützt man sich einfach seine Nachbarschaft, seine Freunde, auch ältere Damen und Dinge, die auch angewiesen sind auf eine gute Hilfe. Und natürlich kommt man auch ins Gespräch. Und ich denke mal, viele von euch kennen das Gefühl, wenn sie ein wunderbares Gespräch haben und sich einfach danach freuen, wenn sie sich ihren Horizont erweitert haben, wenn man seine Gefühle und Emotionen loswerden konnte und einfach ein nettes Gespräch haben konnte. Und in diesem Punkt möchte ich auch Lao Tse zitieren zu dem Schenken bzw. zur Freude machen eines anderen. Er sagt halt zum Beispiel, dass der Berufene, er sich selbst hinten anstellt und sein Selbst kommt dann vorne ran. Also wenn ich den anderen helfe, sie beschenke, ihnen was Gutes tue, dann werden sie es mir irgendwann einmal danken. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht nächste Woche, nächsten Monat. Aber irgendwann kommt diese positive Emotion, diese positive Schwingung in einer Form eines Geschenks oder andere wohltätige Taten zurück. Und Das sind einfach diese positive Schwingungen. Dann gibt es ja dieses Resonanzgesetz. Also wenn man positive Schwingungen verbreitet, dann wird man auch positive Schwingungen auch wieder ernten. Aus diesem Grund ist es auch wichtig, immer schön mit den Pflanzen zu reden, zu singen. Klassische Musik für die netten Pflanzen, sie mit ihnen zu reden, mit ihnen zu pflanzen, sie pflegen und natürlich auch den Vögeln zu lauschen. Das waren so meine drei Nahrungsergänzungsmittel, die ich so zu mir nehme, aber jetzt mal ganz ehrlich, auch Spaß beiseite, es sollte vielleicht ein bisschen auch ironisch rüberkommen, aber das sind halt auch so Tipps, die ich auch persönlich empfehle, beherzigen, wie ihr das halt in eurem Alltag integrieren können. Da spielen auch natürlich viele verschiedene Faktoren mit ein, wie zum Beispiel gesunder Vormitternachtsschlaf zum Beispiel. Oder allgemein die Dinge machen, die einem Spaß und Freude machen. Bei mir ist es zum Beispiel das Gärtnern. Du hast vielleicht andere Prioritäten, aber es ist halt auch so, dass es
jetzt ein ziemlicher Boom mit den Nahrungsergänzungsmitteln durchgeführt wird. Ja, unsere Welt ist so ausgelaugt, man kommt nicht mal ohne Nahrungsergänzungsmittel mehr klar, sonst bekommt man diverse Krankheiten oder was auch immer. Und das ist halt wieder so eine Art Panikmache bzw. Angstmache und eine starke Manipulation, wie man sie auch von der Pharmaindustrie oder beziehungsweise von den Ärzten kennt, wenn sie Medikamente schreiben und verschreiben. Und ich persönlich sehe halt Nahrungsergänzungsmittel auch wenn sie natürlich sind, auch in dieser Kategorie. Sie tun vielleicht die Arbeit des Körpers hinauszögern, aber irgendwann tut er das halt dann, nimmt er sich die Zeit und das kommt dann in Form von Krankheiten, Ausscheidungen, Schleim oder was auch immer hervor. Und ich habe da auch wirklich persönliche Erfahrungen gemacht, wo ich halt meine Nahrungsergänzungsmittel abgesetzt habe. Da hat der Körper dann angefangen, sozusagen krank zu werden, beziehungsweise, wie ich es jetzt sehe, einfach sich die Zeit zu nehmen und einfach das, was sich angestaut hat, auszuscheiden, weil der Körper natürlich schlau ist. Und da empfehle ich euch zum Beispiel, wie gesagt, viel schlafen, meine drei Tipps, wie ich sie euch empfohlen habe, und natürlich auch Arnold Ehret zum Beispiel zu lesen oder Dr. Norman Walker, die verschiedenen Bücher. Die solltet ihr euch zum Beispiel anschauen, lesen und euren Horizont erweitern. Dann auch viel Monomahlzeiten, wenn ihr soweit seid, integrieren. Sonnengereifte Früchte regional, saisonal natürlich auch konsumieren, wenn ihr halt zum Beispiel jetzt in der Übergangsphase seid. Da wird es zum Beispiel bei Arnold Ehret beschrieben, eine schleimfreie oder schleimarme Übergangskost zu machen, zum Beispiel sich eine Süßkartoffel backen, die ist zum Beispiel schleimarm oder beziehungsweise schleimfrei, oder auch gedünstetes sowas machen. Aber wie gesagt, Monomahlzeiten, frisch, viel Grün, Chlorophyll mit einbauen und einfach auf seinen Körper hören. Das ist halt einfach das Wichtigste. Die Stimme, immer mehr Bewusstsein für euren Körper entwickeln. Und das ist halt auch wirklich das Wichtigste, was ich auch von einem Tai Chi mitnehme. Und das ist halt einfach, viele Leute sagen halt, ja, man muss ja halt diese Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, aber das ist halt wieder so Symptombekämpfung. Wir müssten eigentlich an den Ursprung von dem Übel anpacken, und das sind halt einfach unsere Lebensgewohnheiten ändern. Mehr minimalistischer leben, mehr Achtsamkeit in unser Leben mit einbringen, schauen, wo wir unsere Lebensmittel konsumieren, wenn wir zum Beispiel auf die Toilette gehen mit der Spülung, was wir eigentlich damit alles machen. Wir sollten eigentlich allgemein unseren Luxus, unsere Lebensgewohnheit überdenken und einfach in Achtsamkeit leben, weniger Plastik, weniger Müll produzieren. Und schauen, wo wir halt unsere Lebensmittel herbekommen. Ein Apfel aus Australien ist auch nicht Sinn der Sache, nur weil der Bio ist und eine ursprüngliche Sorte. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat. Ich würde mich über eine Bewertung, über einen Kommentar sehr darüber freuen. Wie siehst du dieses Thema? Schreib es mir einfach in die Kommentare. Und ich sage dir einfach mal, spasiba za prosmotre. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Ich werde jetzt dieses schöne Wetter wie immer genießen und werde vielleicht ein paar Kartoffelkäfer klauben. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.